So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rumtotomor 2 mit den Seleukiden und einer glorreichen Sieg-Match-Dingsam. Ja, ich habe jetzt die Schlacht von Tyros übersprungen, weil es war genau dasselbe wie immer. Also dementsprechend nichts Besonderes, nichts Interessantes. Nur ich habe sehr viel mit meinen Fernkämpfern gemacht, also die waren dieses Mal ziemlich cool. Ja, aber abgesehen davon war alles dasselbe, deswegen habe ich mir gedacht, skippen wir das mal. Ich glaube, Palmyra können wir jetzt, ja, wenn es nicht gegen eine große Armee ist, würde ich halt sagen, das ist ja. Ja, ne? So. Noch zwei Runden. Wieso? Wieso sind die noch komplett heil? Ach so, ja, stimmt. Ich spiele gegen einen schweren. So lächerlich, dass die halt nicht nicht leiden, die Leute da. Okay, also. Wir haben eine schöne Reichweite. Wir können sogar, Alter, wir können sogar die da einnehmen. Ja, nun. Ich stehe mal. Warte, wir haben 5900. Ah, 300 habe ich gestohlen. Das ist sehr schön. Aber wo ist jetzt meine... Warte, hä? Meine Agentin ist weg. Naja, egal. Wird schon wieder auftauchen. Okay, also der da kann jetzt Tyros angreifen, was echt langweilig wäre, oder Jerusalem, was echt langweilig wäre. Ich befürchte, dass er sogar Jerusalem angreifen wird, weil es einfacher für ihn ist. Das Problem ist, hier sind zwei Fullstack-Armeen. Die Sandwache. Okay. Dann gehe ich mal nach hier rein. Und hol hier einen anderen General. So, einfach da, damit der nicht ganz so ein leichtes Spiel hat. Also ist immer noch leicht, aber mit den Elefanten wird es schon noch ein bisschen besser für mich. So, die bekommen ja dann. Ja, der gehört immer noch nicht mir. Ja, aber komm. So, wie sieht es denn gerade aus mit der Politik? Sind alle positiv, das ist schön. Haben wir hier noch irgendwas? Boni für Kinder? Nee. Okay. Die ist 62, Diplomatie, Nabatea. Dann Diplomatie. Rom. Ja. Die da soll zu Hause bleiben, die da. Aber ja, bei der bringt's nichts, die nochmal wegzuschicken. Kusch.
Könnte ich mal wegschicken. Beziehungsweise Kuscher wäre, glaube ich, ganz cool, wenn die positiv auf mich zu sprechen sind. Auf uns zu sprechen sind. Damit. Ja. Damit es einfach mal ein bisschen besser läuft. Minus Nahrung. Also hier die Garnison ist natürlich. Alter, 4 mal. Herbern, Pikiniere. Okay, die Stadt muss ich nie wieder verteidigen. Das ist ganz cool. Okay, die baue ich dann klar. Ja, nee. Die baue ich nicht aus. Ich baue die dann nochmal aus. Vielleicht ein paar. Ja, vielleicht ein paar thrakische. Ja, vielleicht ein paar thrakische. Gut. In diesem Fall, ja. Ich könnte die persischen aber auch mal wegmachen. Und dafür Meder Kavallerie habe ich 4. Okay. Weil die kosten 50 weniger und auf Dauer ist das für uns ist das schon ganz, ganz wichtig. So, nächste Runde bekommen wir hier wieder Stress. Aber das ist halt so. Zwei Runden noch. Stimmt, warte mal. Oh. Einfach komplette Mauern einreißen. Das ist schon ärgerlich, dass der kein Verschleiß dadurch bekommt. Will der etwa wieder Jerusalem angreifen? Ägypten? Hast du nicht irgendwie andere Probleme, wie zum Beispiel Rom? Okay, natürlich traut er sich nicht mehr, das ist ganz gut. Galatien, was macht Galatien? Ich will sehen, was Galatien macht. Lass mich sehen, was die machen. Schniff, schniff. Wahrscheinlich wieder irgendwelche Agentenaktionen, werden wir dann sehen, ob sie erfolgreich waren oder nicht. Ja. Jetzt kommen Sparta und Athen nochmal. Was wollen die eigentlich hier? Die haben. Also vor allen Dingen Sparta jetzt. Also random einfach irgendwo eine Provinz anfangen. Ja, okay. Nein, die haben es geschafft. Was auch immer sie geschafft haben, das gefällt mir nicht. Ja, der ist gestorben, glaube ich. Oder halt er verwundet. Ist eigentlich besser als gestorben. Wobei. Verwundet ist halt. Verwundet ist halt immer praktisch. Weil man halt dann eben einen hat, der immer noch aktiv, beziehungsweise vom Leveln her gut ist. Das ist negativ, weil man dann für einige Runden gar keinen Agenten hat. Also wenn er stirbt, kann man sofort einen neuen holen. So, okay. Also das mache ich jetzt doch, weil das ein bisschen interessanter scheint. So, weil. Der hat halt einige
einige Einheiten, die mir wirklich zum Verhängnis werden können. Einerseits natürlich die Pikiniere und andererseits. Und andererseits die. Fernkämpfer. Der hat ein paar widerliche Peltasten, oder? Steinschleuderer. Okay, und sonst nur Kavallerie. Ja, aber Kavallerie ist auch nicht sehr angenehm. Angenehm mit anzusehen. Bäde, 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 du, du, du. So. Hier mache ich mal zu. Die kommen her, die gehen da. Ace always und so. Befehl verstanden. Ja, offensichtlich hast du den Befehl nicht, aber ja, egal. Gut. Okay, die Bogenschützen brauche ich so schnell wie möglich. So schnell wie möglich. Kämpfe mit Ehre und alles wird gut. So, schnell dahin. Okay. Der will ich hier auch ein bisschen rumstänkern. Unser General wird Darauf gebe angegriffen. ich aber nichts. Bitte schnell. So, da gehe ich schon mal raus. Schnell, schnell, schnell. Der macht hier meine Piken kaputt. Wo sind seine Piken jetzt? So hier. Kavallerie. Ich sehe die anderen Pik nicht. Hier. Okay, ihr bitte auch voll der Kanne hier rauf. Und ihr bitte auch hier. Hier rein. Sehr schön. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Jeder, oder? Ja. Ist in Ordnung. Jetzt nicht mehr so, sondern so. Wieder zurück. Persische Bogenschützen, wie lauten eure Befehle? Mein Herr! Da ist er. Die weiter auf den schießen. Gut. Wobei der da, den brauche ich hier. Nein, was machst du denn? Ach, bist du dumm. Die waren beide hier. Und dann schicke ich sie nach da. Und der eine geht da. Und random. Ja.
Die Männer wanken. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Wie lauten eure Befehle? Erfüllt den Himmel! Steinschleuderer! Gegen den Infanterie zu euren Diensten! Wirkt den Papa nicht! Werfische Bogenschütze! Ja, das sieht ja jetzt nicht mehr ganz so geil aus. Wendet sich zu unseren Gunsten. Tatsächlich? Ich brauch die Leinenpäckchen hier. Ihr bitte auch. Ja, so. Okay, jetzt wanken, sind fast alle am Wanken. Jetzt muss ich noch. Genau, sehr schön. Fortfahren. Eieieiei. Warte, ich geh mal raus. Ich geh mal da weg. Ja, das war richtig knapp. Ich dachte nicht, dass ich das noch gewinne, ehrlich gesagt. Als die durchgebrochen sind, na, habe ich schon schwarz gesehen. Aber ich bin echt froh, dass das noch geklappt hat. Uiuiui. Jo, sehr schön. Okay, das passt schon. Gut, knapper Sieg auf jeden Fall. 360, 200, 180, ja, ja. Und 100 und 130. Ja, aber 370 und 240, Alter. Also die Fernkämpfer sind schon... richtig nice. Vor allem, weil die jetzt auch... Oh, krass. Ich habe wirklich alle erledigt. Sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. Vor allem dadurch, dass sie jetzt so... Ja, vom Rang her erhöht sind, machen die auch sehr viel mehr Schaden. Das ist richtig, richtig, richtig gut. Ja... Jetzt wieder die ganze Agenten-Action, die niemand haben will. Naja. Gehört halt zum Spiel. Gut, also ernsthaft. Ach komm schon. Das habe ich doch gerade schon gespielt. Gehen. Na gut. Machen wir das gleich halt nochmal. Weil es so viel Spaß macht. Eure Befehle, mein Herr. So.
die beiden hier hin, der da dahin, die da hier hin. Ja, so. Hügelmänner. Die, hä? Wie, hä? Na, egal. Die gehen hier hin. Oder die machen sich so rund. So. Und dann... Ja, nee, das ist alle blöd. Das ist alles blöd. Warte, du gehst dann dahin und du gehst in die Mitte. Du gehst dahin und ihr geht dahin. So, irgendwie. Gut. Der Mob geht hierhin, die Kavallerie geht wieder dahin. Die da kommen wieder her, weil die brauchen wir ganz, ganz, ganz sehr. Und let's go. Habe ich Phalanx angemacht? Nein. Bitte Phalanx an. Sonst seid ihr gleich tot. Es nähert sich feindliche Unterstützung. So, ihr, von euch hängt dieses Mal extrem viel ab. Okay, das sind aber auch nur Nahkämpfer. Ist gut. Sehr schön. Unser General wird angegriffen. Nicht schön. Die Thrakischen, die muss ich ja dann schnell fokussieren. Steinschleuderer. Schieß. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Peltassen, eh. Steinschleuderer! Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Wie lauten eure Befehle? Gut. Persische Bogenschützen. Der geht auch noch da. Oh. Die könnte ich jetzt abgreifen. Ihr geht auch zur Seite. Dann schön in die Seite pfeffern. Die Männer wanken. Der kommt ja jetzt hier durch. Eure Befehle, dann wie ihr befehlt. Zu Befehl. Alles nach.
So, Fernkämpfer bitte volle Kanne auf diesen hübschen kleinen General. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Geschossinfanterie zu euren Diensten. Eure Befehle, mein Herr. Feuert auf den Feind. Achso, nee, das sind nicht die richtigen, das sind die richtigen. Das war gerade mein Stuhl. Entschuldigung. Hier die da. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Platt machen. Schneller weiter zu euren Diensten. Voller Acht. Zu euren Diensten. Steinschleuderer. Geschosse warten auf Ziele. Bürgerbefehle. Sehr knapp, was da gerade passiert. Steinschleuderer! Uiuiuiuiui. Doppelte Geschwindigkeit! Ja. Viel auf den Euren Eieiei. Ja, ich brauch mal wieder Pikiniere. Uiuiuiuiui. Das war close. Aber ja, also ohne die Fernkämpfer hätte ich es nicht geschafft. Sehr gut. Beide Rebellenarmeen auch platt. Sehr schön. Natürlicher Tod, Spionen. Intrige. Wurde verwundet und musste mit leeren Händen zurückkehren. Von Nabatea? Ja?